Ahoi, ihr Landratten, würde ich jetzt sagen. Aber da wir uns heute im Star Wars-Universum befinden, sage ich einfach mal, guten Tag, ihr alten Sith Lords. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute unser neues Let's Play und wir fangen hier an mit dem Sith Imperium. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft, in der alle Fremdlinge unterjocht werden und die Sith Lords an der Spitze stehen, also ich. Das Imperium wird vom geheimnisvollen, allmächtigen Sith Imperator regiert, also denn es in der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und nur die Stärksten erlangen Ruhm. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir spielen das Ganze natürlich mit dem ollen Curry und mit dem ollen Dennis, also das heißt Darth Curry und mit Imperator Mafuyu, beziehungsweise Imperator Dennis. Und wir haben jetzt hier die erste Folge am Start. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal die Zugehörigkeit wählen. Und wir haben uns entschieden, das Sith Imperium zu wählen. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Sie dachten, sie wären uns für immer los. Aber jetzt, endlich, sind wir zurück. Unser Hass nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Was für ein fulminantes Action-Spektakel hier zu Beginn der ersten Folge. So, Freunde, wir haben gesehen, wir sind auf Rache aus. Wir müssen vernichten, was das Zeug hält. Aber erstmal fangen wir ganz klein an, denn wir sind ein ganz kleiner Adept. Hier haben wir die verschiedenen Klassen. So, hier könnten wir den Kopfgeldjäger, den Imperial Agent, wählen. Jetzt mal kurz durch. Hinter jedem imperialen Überraschungsangriff, jeder Sabotage und jedem großen Verrat steckt ein imperialer Agent. Für Tarnung und Attentate gerüstet übernehmen wir Agenten die Aufgaben, die sonst niemand erledigen kann. Sie beherrschen einfach alles. Vom Einsatz von Schlaffallen über Scharfschützengewehre, Tarngürtel und Messer bis hin zu fortschrittlichen Suchdruiden. Falls wir mal unterwegs welche sehen, wisst ihr, das sind imperiale Agenten?
Das sind die Kopfgeldjäger. Als absolute Profi trainierte Kopfgeldjäger Geist und Körper für jeden möglichen Auftrag. Blaster, Flammenwerfer, Raketen, Energieschilde, alles Jetpacks und die beste Rüstung, die es für Geld gibt. Auf Vorbereitung und Vielseitigkeit kennt es dann. So, hier haben wir jetzt den Sith-Krieger. Wie gesagt, wir haben uns entschieden, die Sith zu wählen. Die dunkle Seite der Macht. Und deswegen gucken wir uns mal an, was das hier zu bieten hat. Niemand ist furchteinflößender als ein Sith-Krieger. Er ist für den Kampf geboren und kaum ein Gegner kann den zornerfüllten Schlägen vom Lichtschwert eines Kriegers standhalten oder dessen Rüstung durchdringen. Und wenn beidhändiger Lichtschwertkampf nicht ausreicht, gibt es immer noch das Machtwürgen, um einen Gegner in die Knie zu zwingen. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, der gute alte Imperator und der Darth wählen diese Klasse, deswegen wählen wir den Sith-Inquisitor. Steht ein Sith-Krieger für Zorn, dann steht der Inquisitor für List. Als Meister des Machtblitzes und arkaner Geheimnisse kann der Inquisitor einen Feind in der Luft halten und einen anderen betäuben, während er mit Lichtschwertschlägen angreift, die größtmögliche Schmerzen erzeugen. Das ist unsere Klasse. So, schauen wir mal hier. Wir haben jetzt hier leider kein Gratisspieler, bla bla bla. Können leider kein Twilik benutzen. Das ist jetzt nur für Abonnenten. Ich habe jetzt momentan noch kein Abo. Vielleicht machen wir das nochmal. Gucken wir mal. Was gibt's denn hier sonst zu verklassen? Kann man sich die auch nicht angucken, ne? Zabrak, Mirialana, Katar, Cyborg. Zabrak. Mensch. Ich weiß nicht, ob wir einen Mensch wählen oder wir wählen immer, nehmen wir einen Cyborg. Cyborg sieht doch ganz cool aus, oder? Klar, Cyborg, Mann. Männlich, natürlich. So, und jetzt geht es hier an die eigentliche Charaktererstellung. Das heißt, wir gucken mal. So, was haben wir denn hier? Körperbau. Oh, da ist der Curry, ey. Nee, warte mal, Curry müsste eigentlich so aussehen. Das wird auf jeden Fall gleich der Curry sein, wahrscheinlich. Dann machen wir uns mal hier den hier ein bisschen größer. Oder machen wir uns den Standard hier, den zweiten. Ja, ne? Ja. So, Tau machen wir auf jeden Fall Original. Das soll ja alles Original sein hier. Warte mal. Kopf. Kopf, da haben wir ja einiges zur Auswahl. Oh, so ein Schönling. Das bedeutet natürlich jetzt, dass wir erstmal hier alles durchgucken müssen. So. 1, 2, 3. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Narben. Oh, jetzt wird's natürlich interessant. Fangen wir mal ganz hinten an. Am Mund. Eine Narbe übers Auge wäre natürlich nicht schlecht. Hier so ein Joker. Oh, hier komplett alles aufgerissen. Alter Falter. Der ist richtig vom Kampf gezeichnet. Ja, der ist nur ein bisschen... Sieht aus wie so eine Tigerkralle. Komplett zerstört, der junge Mann. Aber eigentlich müssen wir als Inquisitor auch ein bisschen zerstört aussehen, weil... Wir sind ja mit der Macht und mit dem Machtblitz in Verbindung. Und deswegen, oh Namen. Oh, guckt euch das an. So ein X, einmal quer durchs Gesicht. Alter Falter. Also das X finde ich jetzt schon nicht schlecht. Das kann man doch so machen, glaube ich, oder? Oder das ist aber eigentlich eher was für Schwertkämpfer. Wir bräuchten eher so eine raue Funktion. Dass das richtig schön rau ist hier. Warte mal, oh, hier am Hals, Alter, mit dem Würgegriff. Ist auch für Schwertkämpfer Schwert. So was brauchen wir hier. Die Macht. So, Hautfarbe haben wir jetzt hier. Verschiedene Hautfarben. Machen wir mal ein bisschen heller. Käsebleich am besten, oder? Passt ja zu uns. Wir sind ja auch original so ein Wikinger. Richtiger Machtblitz hier. So, damit er nicht ganz so krank aussieht, beziehungsweise er soll ja schon krank aussehen, aber nicht übertrieben. So, warte. Ja, den hier oder den hier? Der dritte sieht doch ganz gut aus, oder? Aber ich will Edward. So.
Haarfarbe. Natürlich eine super coole Haarfarbe. Ja, ich habe schon eine gute gesehen. So ein schönes Bronze nehmen wir mal hier, oder? Guck mal hier, der Hammer. Tor. Oh. So, warte mal, machen wir hier Tor auf 1. Dann gucken wir mal durch hier. Hier eine Brille, eine Fliegerbrille. Ja, der sieht auch kaputt aus. Tor 6 gefällt mir schon ganz gut, eigentlich. Sieht doch hier schon evil aus. Der war ein bisschen zu lange im Solarium. Oh, Alter, der sieht auch richtig angefressen aus. Boah, Alter. Boah. Was ist da nur schiefgelaufen? Ah, der sieht mir dann so zu dunkel aus. Der muss ja auch so hell bleiben. Oh, hier, Alter, schön blau. Grün und blau geschlagen. Ja, das sieht schon mal ganz geil aus. So mit den blauen Streifen im Gesicht. Oder? Oh, mit Lippenstift. Hallo, mein Name ist Sif. Ich habe einen Lippenstift am Start. So, hier mit dem Streifen nehmen wir den mal, oder? Guck mal, ja, zack. Wo hatten wir den denn? Hier. Ja, der sieht schon ganz geil aus. So, Augenfarbe. Machen wir mal ein dezentes Blau. Ja, hier so ein hellblau oder so. Oder ein dunkelblau. Ja, schon ganz okay, so glaube ich. Haare auf jeden Fall. Wie sieht das aus hier, Alter? So, fangen wir mal bei 1 an. Hier, Glatzen Johnny. Das ist nichts für uns. Hier, so ein Pedo. Das ist ein Emo-Boy. Coole Sache. Haben wir denn hier noch so... Oh, der sieht aus wie Anakin, oder? Bisschen aus wie Anakin jetzt. So, warte mal. Was haben wir denn für eine Frisur? Der sieht auch nicht schlecht aus, aber der soll ja nicht so... Glatzenwilli, Alter. Hey, Bad, Alter. Mit der Matte oben. Mir fällt der fehlenden Matte. Das sieht mir so ein bisschen so... Sith-mäßig aus, beziehungsweise Jedi-mäßig. Mit der Powerlocke da hinten. Wie das aussieht, ey. Ganz strange. Haare, weiß ich auch nicht. Da, die gefallen mir noch nicht so ganz. Die finde ich jetzt an sich nicht schlecht. 21 können wir uns mal vormerken. Sieht aus wie... Sieht aus wie Bayset hier, ey. Bayset-Frisur. Johnny ist schön nach hinten gegelt. 28 hat auch was, beziehungsweise 24. Sir Eisenherz ist auch dabei. Ungespielt ist natürlich auch am Start. Warte mal, 21 war das, ne? Ne, sieht doch geil aus. Wenn das nicht Hammer ist, dann weiß ich auch nicht. Hautfarbe hatten wir eingestellt, Haare, Kybernetik, Augenfarbe, Ton, Kopf hatten wir alles, ne? Ja. So, dann machen wir mal hier Kybernetik jetzt. Wir sind ja ein Cyborg. Der gute alte Cyborg, ne? Ja, ey, Johnny. Hier sogar mit Bart. Ein Bronzebart. Kybernetik ist an sich nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Was halt cooler ist, ob wir uns noch so einen Bart machen oder so ein fettes Teil hier. Das ist schon geil. Kybernetik 10. Sieht so ein bisschen Robo-mäßig aus, aber auch dark. Ja, hier gibt's einige Variationen. Aber die Augen muss man schon sehen, weil die sind auch schon so richtig schön blau. Das passt irgendwie zum Jedi. Das sieht überhaupt nicht so passend aus, beziehungsweise zum Sith natürlich. So, warte. Wir überlegen immer ein bisschen, ne? Also nichts überstürzen hier. Oh. Sieht jetzt auch schon so richtig aus wie so ein Sith Lord auf jeden Fall. Ja, Lord Bronzebeard. Kybernetik. Hier haben wir noch mehr.
switchen wir mal einmal alles durch. Das finde ich schon ganz geil hier. Aber es müsste dann auf die andere Seite. Weil auf der anderen Seite ist ja auch die Verletzung und dann würde das halt gut passen. Guck mal hier. Ja, zwei Seiten sieht wieder scheiße aus. So. Was ist das denn? Ein Schnorchel unter Wasser. Ja, Kybernetik haben wir aber einiges zur Auswahl. Aber es ist jetzt auch, wiederholt sich natürlich alles. Ah, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Hallo! Ich bin Sith Lord von Beruf. Was machst du den ganzen Tag außer Sith sein? Nur nisch. Oh ja, das sieht natürlich auch ganz stark aus. Das sieht geil aus, hier mit dem Blauen, ne? Alter Falter, ey. Na ja. Ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen überlegen hier, Freunde. Eine Augenklappe wäre eigentlich auch nicht schlecht hier. Wir sind ja eh so ein halber Pirat. So ein Auge mit einer Augenklappe. Vielleicht finden wir das ja nochmal hier, warte. Augenklappe. Ja, hier, guck mal, der hier. Der sieht doch geil aus. Der passt zu uns, oder? Klar. Bronzeibaum. Kann man das auch so machen? So, warte mal. Lord Bronzebeard. Es funktioniert. Und jetzt, meine lieben Freunde, werden wir unseren Planeten betreten. Wir betreten Korriban. Den Anfang der Sith findet auf Korriban statt. Die dunkle Seite wird immer stärker. Das Sith-Imperium hat einen bedeutenden Sieg gegen die Galaktische Republik und die und ihre Jedi-Beschützer errungen und dabei zahlreiche neue Welten erobert und versklavt. Nun herrscht ein zerbrechlicher Frieden und das Imperium schickt seine Sklaven zur alten Sith-Hochburg Korriban. In der Hoffnung, dort mächtige Relikte zu finden, mit denen die Galaxie beherrscht werden kann. Ein besonderes Machttalent unter den Sklaven wurde soeben aus der Knechtschaft entlassen, um die dunklen Künste der Sith zu meistern oder bei dem Versuch zu sterben. Wie Sith Lord. Ah, jetzt sehen wir hier unseren guten Planeten. Da sind auch die Raumschiffe. Alles von Fiss. Durchtränkt. Wir sind natürlich das Machttalent. Und wir werden den Sith erstmal zeigen, wo es lang geht. Da wären wir. Ja. Ganz schön ungemütlich hier. Wer ist das denn? Ist der Imperator Mafuyu? Oder ist das Darth Curry? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir diesen Weg hier nicht alleine meistern. Wir werden uns Verbündete suchen. Ah, endlich bist du auch eingetroffen. Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes.
Es wäre eine Schande, wenn dir die Freiheit zu Kopf steigen würde oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Lord Zesh möchte, dass ich unter euch Ungeziefer nach jemandem suche, der würdig ist, ihr Schüler zu werden. Genau das werde ich tun. Ach, komm, keine Tränen. Werdet nicht sentimental. Wir haben uns doch eben erst getroffen. Das werde ich nicht. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. Oh, Baby, das ist aber nett. Danke. Aus dem Mund eines hübschen Mädchens höre ich das gern. Ihr seid süß. Lasst euch nicht unterkriegen. Oh, yeah. Und wie jetzt gerne. Zu deiner Prüfung. In Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords lebt ein Einsiedler namens Spindral. Spindral ist wahnsinnig, aber für Lord Zesh ist er eine Art Prophet. Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. In Ordnung. Ich suche den verrückten Einsiedler in diesem wahnsinnig gefährlichen Grab und bestehe seine kleine Prüfung. Doch genug geredet. Du kennst deine Aufgabe. Spindral lebt in Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords. Lass Spindral nicht warten. Was du nicht sagst. So, Freunde, da wären wir. Lord Bronzebeard ist am Start. So, das ist die erste Folge gewesen und wir starten gleich in der zweiten Episode dann munter fröhlich durch. Gucken wir mal, ob wir die guten Gefährten gleich treffen hier. Unsere Freunde. Und dann kämpfen wir uns durch hier, durch dieses Sith-Gefilde. So, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Übermorgen geht's weiter. Und dann treffen wir uns hier mit Mafuyu LP. Da steht er. Ist das der neue, zukünftige Imperator? Man wird sehen. Macht's gut, meine Lieben. Bis zur nächsten Episode.